Wir wären soweit Nummer 1. Bisschen unsicher, der Typ. Na schön. Die Geister Arena Challenge. Exklusiv im Pokémon Schild enthalten. What the hell, was ist das denn? Ein Flippertisch? Sollen wir hier jetzt Flipperkugel dienen oder was? Oh Gott! Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln. Hier ist die Arena-Mission. Die Mission von Passpack ist das reinste Vergnügen. Ach du Heiliger. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse und versuchst das Ziel zu steuern. Auf dem Weg daran musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Das ist am besten schnell ein paar Passagen aus der Hand des Fahrgeschäfts vor. Wenn du den Control-Stick im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich auch die Tasse rechts herum. Führst du einen Control-Stick nach links, schlägt auch die Tasse in diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du durch das Rotieren wieder von dir entfernen und kurzerhand das Ziel nehmen. Ein bisschen Übung, hast du den Dreh bestimmt bald raus. Ach du Heiliger. Dann viel Erfolg! Das kann ja was werden. Uiuiuiui. Na, ansonsten. Okay. Zum Glück, aber es gilt es hier nicht, in einer bestimmten Zeit durchzukommen oder dass man hier nicht die Wände berühren darf. Das wäre es noch. So, schon mal hier in das Ziel gelangt. Vielleicht aber wird es dann schwieriger. Ja, vorher kommt noch ein Trainer dran. Im Pokémon Schwert würde hier eine Kampfarena stattfinden. Und ja, Kampfarenen gab es schon so ziemlich in jeder anderen Generation. Auch wenn ich ja, wie gesagt, die Arenaleiterin auch echt cute finde. Glaube ich, ist mir die Geisterarena trotzdem lieber, weil Geisterarena gab es ja nicht so, gibt es ja nicht so häufig. Einmal zu viel in der Teetasse gedreht und der Rinchencher schleudert wieder umher. Alter, was sind das für Faces? Irbis. Ich glaube, bei meinem Psycho-Pokémon bin ich da wirklich an der falschen Adresse. Ich glaube, ich sollte da jetzt wirklich auf meinen... Hat überhaupt jemand Unlichtattacken drauf? Ja, Kranowitz. Oder Pupita. Ja, dann setze ich auch Pupita an, ab jetzt. Oh, aber Moment, ich habe vergessen, es hat der Pflanzenattacken drauf. Das ist ein Pflanzenvieh. Hui, nicht schlecht, Schattenstoß. Okay, bloß aufpassen. Knirscher. Beiß zu. Nom. Und weg. Mit dir. Paragoni, da bleibe ich drin. Auch wieder Pflanze, Geist. Aber in dem nix. Sehr schön, Pupita. Ja, Reflex war Level 38. Oh, was? Noch ein Irbis? Wie viele hat er denn? 3, also es ist sein letztes. Oh, oh. Das war diesmal kein One-Hit. Verwehrung. Komm, setz dich doch dagegen durch. Und beende es mit Steinhagel. Come on. Kumpel. Yeah! Dankeschön. Das ist echt drauf. Und sagte ich ja, Unlicht-Pokémon fehlen mir. Ja komm, mein Pupita wird jetzt ein Unlicht-Pokémon. Verloren, es wird meine Lebensgeister davon. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Na schön.
Niemand soll Poppita jetzt durch die Arena rocken. Bin sicher, das kriegt das auf die Reihe. Okay. Das Vergnügen darf weitergehen. Oh! Ich glaube, ich sollte vor diesen Geisterhänden aufpassen. Oh! Oh, da werde ich ganz schön nach oben geschleudert. Okay, die brauche ich doch, um weiterzukommen. Also in echt Leben würde mir das schon extrem schwindelig werden, wenn ich sowas durchmachen müsste. Okay. Der nächste Trainerkampf. Links herum, rechts herum, so dreht, dreht sich dein Kreis. Fididum, Fidibum. Wirbel, wirbel, flink im Kreise. Dreht auf keine Weise. Moment, ist es ein Mädel, oder? Ja, tatsächlich. Na, dann hat er halt meine tiefe Stimme. Ach du Scheiße! Wie sieht das Corazon denn aus? Alter, ein Galar-Corazon und das... Wenn es ein Typ Geist ist? Das Vieh ist verstorben, Alter, wie brutal krank ist das denn? Oh man. Ach du Heiliger. Das ist aber schon echt, krass brutal, also krass finster. Wenn man das Corazon so sieht. What the hell? Mit diesem Jahr habe ich mich daran erinnert, dass er das eine Maske trägt. Ja. So wie eine Shy-Guy-Maske. Ich würde gerne einen Blick unter die Maske, das Gewirbel aussieht. Vielleicht bekommen wir das mit. In seinem ja, zeigt es uns das Spiel. Wow! Hey! Okay, ich verstehe schon, ne? Ich muss es irgendwie schaffen, da durchzugelangen. Hey, Moment. Na komm! Und dann schnell! Nee, das bringt nichts. Ich komm da nicht hoch genug. Da muss ich mich von der Hand hier nach oben schlagen lassen. So, jetzt aber ab nach unten. Jetzt passt es aber. Oh, what the hell? Bäm, und da sind wir. Ich glaube, das ist jetzt die... Ja. Da ist jetzt das Ziel. Okay, da ist jetzt der letzte Trainer. Vor dem großen Arena-Kampf. Du bist also ein, du wüsstest über die Schwäche von Geister-Pokémon Bescheid. Ja. Und Licht und Geist. Zum Beispiel... Na, eigentlich sogar nur, ne? Bevor ich mich jetzt blamiere. Weil Fee natürlich, sicher nicht, sehr effektiv auf Geister. Ne. Und glaub mich, ich hab nicht vor, wegzulaufen, also lass es lieber sein. Weg mit dir! Yes! Level 38 für Kappa 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 Lores. Trifft Zeppeli. Das ist schon mal ein starkes Pokémon. Oh, das kriegen wir schon auf die Reihe. Wir kriegen das auf die Reihe. Okay, ich hoffe, das besiegt mich dann nicht mit seinem Finalschlag. Was wäre es noch?
shit. Oh shit. Wenn ich es jetzt besiege, dann... Hä? Was? Es hat nicht Finalschlag drauf? Alter, ich hatte Schwein. Oh mein Gott. Wer die Wechselwirkung zwischen den Typen kennt, ist ein Kampf natürlich klar im Vorteil. Klare Sache. So, und du nur gewinnst, ist egal, ob du die Schwachstellen des Gegners ausnutzt oder nicht. So, dann haben wir es geschafft. Wir haben hier die Challenge durch. War jetzt aber nichts Besonderes, aber... Okay. Mir hat die letzte Challenge deutlich besser gefallen. Alles, was man tun musste, ist sich richtig drehen. Naja. Aber auch nichts wirklich Schlechtes. War noch okay. So. Jetzt geht's los. Der Kampf gegen den schildexklusiven Arenaleiter. Neo. Die Mischkulanz aus Shy Guy und German Let's Play. Ich bin Neo. Fangen wir an. Okay. Dann mal los! Vierter Arena-Kampf gegen Neo! Makaba, ja. Das fängt schon gut an. Jupiter hat dagegen eigentlich einen Nachteil. Aber komm. Du kriegst das schon auf die Reihe. Einmal Knirsche und das muss es gewesen sein. Leider nicht. Das hat was auf mich übertragen? Na toll. Das ist mein Knirscher blockiert. Was? Moment, das ist aber Erdbeben, was blockiert worden ist, oder? Oder Knirsche, ich weiß gerade nicht. Okay, ist doch Knirsche, weil ich habe gedacht, ich hätte Erdbeben gelesen. Gut, dann setze ich jetzt Erdbeben ein. Oder hat das Schwebe? Nein, es setzt kein Schwebe ein. Nice. Ja, stimmt, es hat eine ganz andere Fähigkeit. Ach. So, Level 38 jetzt auch für Kubita. Gorgason? Es ist die weiterentwickelte Form von Kurason? Meine Fresse. Hm. Na gut, sitz mal auf Kapaloris. Das wird bestimmt auch Gestein. Wasser, ne? Oder Wasser zumindest. Ach du Heilige. Das da unten sind wohl die Überreste des Kurason. Und das ist wohl die Seele, die heraussteigt. Bist du das Wahnsinns? Ey, Alter! Das ist mir schon fast unheimlich. Na schön. Energieball. Nur normal. Eieiei. Daneben Hydropumpe. Nur normal effektiv, was? Das gibt's ja wohl nicht. Was für ein Typen hat das? Schön, dann halt Gigasauger. Um vielleicht ein bisschen KP wieder zurückzubekommen. Alter Schwede. Nein, ich mir das ist. Mimikama. Ja, das ist schon ein heftiges Pokémon, weil er dessen Fähigkeit sind einmal vor Attacken schützt. Ja, gut.
Soll das mal Reflex versuchen? Hat sich ja noch gar nicht den Kampf so richtig gezeigt. Rock and Roll, Baby! Jetzt geht's los! Okay. Setz mal deine neue Attacke Ladungsstoß ein. Das verstärkt sich mal. Ja. Gut. Tarnung ist aufgeflogen und das heißt jetzt... Jetzt wird der nächste Ladungsstoß mehr Schaden machen. Oh, yes! Paralyse. Das heißt, beim nächsten Mal bin ich schneller. Ladungsstoß und weg mit dir. Ja! Okay. Noch ein Pokémon übrig. Konter? Nein, danke. Gengar. Da ist nicht mit Pupita. Ein bisschen blöd so. Soll ich doch mal einen Starter versuchen? Hätte schon eher was Effektives. Pupita hat da wirklich die beste Voraussetzung. Oh komm, was los ist mit meinem Starter? Hat sich ja auch noch frisch weiterentwickelt und kann jetzt auch nicht zeigen, wo der Hammer hängt. Dieses Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, wie beängstigend. Das hat bestimmt auch eine Giga Dynamax Form drauf. So. Deiner Brand mit voller Power. Na schön. Mein großer Fußballstar. Zeig, was du kannst. Gengar, Kai, Dynamax, tauche alles in Dunkelheit. Sieht man zumal seine Augen. Ach du Scheiße. Gewaltiges Maul. Erinnert mich fast an seine Mega-Entwicklung. Oh Gott. Wow, nicht schlecht. Wurde dem den Flammenstrahl hat er abgeschossen wie ein Ball. Giftschwall. Beende es jetzt. Mit einem weiteren Deiner Brand. Und das wär's. Wir haben's geschafft. Yeah, Baby. Neo ist down! So stark bist du also. Vor Schreck wäre fast meine Maske runtergerutscht. Nice. Und wenn wir schon dabei sind? Vollentwicklung für Kranowitz! Oh yes! Willkommen! Kramor! Kramor, das Green-Pokémon, die weiterentwickelte Form von
Kranowitz. Aufgrund seiner unübertrefflichen Flugfertigkeiten und seiner hohen Intelligenz ist es in der Agala-Region als Flugtaxi in Einsatz. Oh, und das sieht einfach nur mega geil aus. Jetzt kann es Stahlflügel erlernen. Flugstahl, jetzt geht's los. Ja, gegen Pflücker. Hat er auch eine Giga-Dynamax-Form drauf. Nur, glaube ich, kann es dieses nicht verwenden. Ich wüsste echt gerne, wie ich Giga-Dynamax freischalten könnte. Wow, du bist so stark für mich. Hier der Geistorden. Dankeschön. Damit haben wir schon mal die erste Hälfte aller Orden. Bis einschließlich Level 40 gar Pokémon können nun gefangen werden in der Wildniszone. Mach weiter so. Also Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Neo, Victor. Als Anerkennung hast du umfreiche DTC-Themen, bitteschön. Oh, Bürde. Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt, fügt Ziel mit Statusproblem hohen Schaden zu. Als Anerkennung an unsere Uniformen. Die Geisteruniform. Den Geisterorden hast du dir verdient, nur weiter so, Victor. Thank you. Ja, gut, liebe Leute, wir haben es geschafft. 4 Orden in unserem Besitz und mit diesen werden wir dann ab dem nächsten Part und damit werden wir uns ab dem nächsten Part nun zur nächsten Stadt begeben. Ja, das war mal die Schild-exklusive Geisterarena. Eure Meinung dazu in die Kommentare und ja, Daumen nach oben. Immer wenn es gefallen wurde, und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh, your crush wurde vergeht hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Pokémon Sword and Shield. Also, Wiedersehen und Tschüss alle!